Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Penumbra, die schwarze Pest. Ich merke gerade, hier ist es ziemlich dunkel und gestern war ja das eine Video geuploadet und der liebe Prinantos, der hat mich gespoilert ein kleines bisschen hier und jetzt könnt ihr den mal alle einmal so richtig schlagen. Hier ist ein Lüftungsschacht, habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist doch der Raum, wo wir hergekommen sind. Ach du Eierkuchenkacke. Ey, ich habe eine Idee. Ich will mal schnell was schauen, ne? Ich will mal schnell was schauen. Ob das Monster noch da liegt. Ist ja jetzt ziemlich interessant zu wissen, ob das noch da liegt. Ja, ich drücke mich gerade vom Monster. Das merkt ihr ja selbst bestimmt. Da. Sollen es mich dann angreifen? Vielleicht will er mir ja nur Angst einjagen. Ich gehe jetzt einfach mal in den Raum da rein. Aber trotzdem, ich gehe lieber auf Nummer sicher, sage ich jetzt mal. Nummer sicher ist nämlich immer gut. Shit, ich habe Angst, Leute, wisst ihr das? Ich brauche einen Ort zum Verstecken. Ort zum Verstecken. Im Schrank? Nee. Ich habe eine Idee. Ich mache das so hier. So. Öffnen dahinter, wenn das gehen würde. Ich bereite jetzt schon mal alles vor. Aber das ist ja hier nicht so wie in Amnesia, wo man... Das ist ja nicht so wie in Amnesia, wo man einen Schrank hat oder so. Ist hier überhaupt was? Verdammt, Leute, ich habe gerade ein verdammt scheiß Gefühl. Ich konnte gestern Abend gar nicht schlafen. Da kommt was. Da kommt was. Okay. Okay. Da kommt was! Da kommt was rein! Hol Hilfe! Geh doch mal Hilfe holen! Da kommt was rein! Da kommt so ein Viech rein! Da kommt so ein Viech rein! Da kommt so ein Viech rein! Oh, ist das wieder rausgegangen? Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen hier? Verdammt nochmal! Oh, da kommt so ein Viech rein. Das ist so weit. Da kommt... Oh oh. Ich habe mich bewegt. Oh oh. Oh oh. Ich gehe doch jetzt nicht. Dann nochmal. Okay, wir machen das auf Premium-Toastianische Art und Weise hier. Entweder rennen wir jetzt davon und springen dabei und lachen, kreischen wie ein Mädchen, oder wir tun das like a boss. Oder wir bleiben hier, das ist die dritte Variante. Oh. Scheiße, hört ihr das? Oh oh. Ich brauche was zum Werfen. Das Monster killen. Weißt du nicht, ob es mich hört? Es ist noch da. Es ist noch da. Es ist noch da. Es ist noch da. Ja, es hat gesprochen, ich hab's gehört.
Verdammte Scheiße. Hallo? Ich bin hier. Hallo? Es ist nicht hier. Es ist weg. Es ist nicht da. Wunderbar. Wunderbar. Wieso tue ich mir das an? Blood will get through. Hier. Vertrauenswürdiges Publikum durch. Komisch. Das Monster weiß habe ich nicht, dass wir hier sind. Na gut, wir können ja aber weg reinklettern. Vielleicht können wir mit der Spritze da. Uah, lecker. Säubern, wie sollen wir die säubern? Ah, vielleicht. Ah, sehr gut. Sehr gut! Oh, scheiße, Mann. Vielleicht ist es quer durch. Es ist quer durch. You can now enter the safe. Ja, Sicherheitsarea, natürlich. Natürlich. Das wird so krank, ey. Oh shit, ey. Das wird so verdammt. Nein. Ein weiterer Sicherungskasten. Dieser scheint hier defekt zu sein. Oh verdammt, wir brauchen Licht. Was ist das? Das Licht, das scheint nicht natürlich zu sein. Oh, das ist ja immer das gleiche. Oh, erstmal wie am nächsten unnatürliche Dunkelheit und hier unnatürliches Licht. Ich glaube, da passiert nichts. Ich halt. Da brauchen wir ja bestimmt irgendwie eine Sicherung oder so. Oh oh. Verdammt. Kann man den irgendwie aufheben oder so? Was war das für ein Geräusch? Schmerzmittel. Noch brauchen wir das Schmerzmittel ja noch nicht. Geile Batterien. Verdammt. Wie kriegen wir denn vielleicht hier? Was ist denn hier? Beim ersten Teil von Penumbra war das ja so, dass wir hier irgendwie unter Gegenständen, also Sachen gefunden haben. Ah, eine Notiz habe ich gar nicht gesehen. Oh, das ist so viel. Oh nein. To-Do-Liste. Oh geil, nichts zu tun. So, anscheinend wird diese Tür in einen anderen Ort auskontrolliert. Hier steht jedoch, dass sie sich bei Notfällen öffnet. Okay, wie wollen wir denn das jetzt bei wirklich... Ach! Willkommen im Shelter, was war denn das? Haben wir hier irgendwie sowas wie... Oh, verdammt. Hätte klappen können und ich brauche ja erstmal so ein Gerät, damit ich hier... Nein, das geht nicht. Nein, das geht auch nicht.
Ich brauche hier erstmal so ein Gerät, damit wir hier mal die CD abspielen können. Ich weiß nicht, welches das ist. Ich muss hier einfach nur hier runter. Da ist doch gar nichts. Ich sehe da auf jeden Fall nichts, also... Vielleicht hier hinten noch was? Nee. Wie kommen wir denn hier jetzt weiter? Was hat sie uns jetzt gebracht? Hallo? Oh Mann, ey. Vielleicht? Ich habe eine Idee. Hätte funktionieren können. Aber was stand denn hier vor uns? Irgendein Abfluss. Das heißt, ich habe eine Idee. Kommt nichts. Gehen wir mal zurück. Was? Dann müssen wir hier drin irgendwas finden, aber was? Was ist hier drin? Ah, vielleicht. Müssen wir irgendwas hier in Brand setzen? Ja, yeah, darauf stehe ich. Was wollen wir denn mit voll aufgeladenen Batterien? Da passiert irgendwas, aber was wollen wir... Vielleicht müssen wir da irgendwas reintun, damit es anfängt zu brennen. Anfängt zu brennen. Der Stuhl ist weg. Ach, da ist der, ja. Hallo? Vielleicht... Ich habe mir schon gedacht, hier oben ist vielleicht was, aber da ist nichts. Ich habe eine Idee. Ich habe die Idee. Okay, doch nicht. Die eine vielleicht zumachen oder so. Ich habe keine Ahnung. Hä? Was ist denn das jetzt hier? Ich werde schon alleine rausfinden. Ich will durch. Ich will fliehen. Ich will nicht in diesem Raum verrotten. Was stand hier nochmal? Ja, die Tür wird ja von einem anderen Ort aus kontrolliert. Ja, von welchem Ort? Vielleicht können wir ja wieder irgendwie so ein Regal verschieben. Nee, okay. Bringt nichts. Dann tue ich mal hier das ein bisschen weiter rüber. Ich hilft jetzt und irgendwie. Ach, das ist vielleicht so eine komische Öltonne. Oder so. Probiere ich mal. Das war so klar. Ey, das ist geil. Feuer! Und jetzt? Wird das da explodieren oder was? So warm. So, und jetzt? Vielleicht unter so einem Teil stellen. Ey, geil. Wir haben es geschafft. Was war das? Oh, verdammt. Verdammt, ey. Was ist denn das? Ich hab voll Schiss. Mal sehen, ob wir überhaupt hier durchkommen. Sie ist verklemmt. Na supi, wenn da jetzt ein Monster kommt, dann sind wir am Arsch. Hier drin ist was zum Speichern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir hier schon aufgenommen haben. Vielleicht. Meine Zeit lässt mit Ereignissen. Ich habe den Text auf dem Bildschirm meinen Notizblock notiert. Okay.
Schauen wir mal drauf. Notizblock, Notizblock, Notizblock. Zeitleiste hier. Ich will mal schauen. Ja, zu den Weltkriegs wissen wir ja. Was? Zweiter Weltkrieg ist ja nicht. Egal. Egal, wir. Jetzt haben wir es ausgemacht. Echt geil. CD-ROM-Laufwerk. Super. Können wir jetzt da perfekt. Cool. Und jetzt? Welcome to Shelter Research Station Greenland. Shelter is an almost entirely self-sufficient installation, built in the 70s to further serve the purposes of the archaic elevated caste in their pursuit and defense of ancient knowledge. As a new member of the facility, there are some basic rules you should be aware of in order to be useful to the archaic. Shelter provides living facilities, including a mess hall, gymnasium, and medical bay, in addition to the stipulated array of laboratories, chemical and biological, workstations, excavation equipment, and security. Please use the former at your leisure, but expect to be assigned to the latter with a moment's notice. Second, due to the nature of our work here, should you feel in any way ill, lightheaded, or otherwise mentally incapacitated, do not report to the medical facility. Fasten yourself securely to whatever solid object may be available, attempt to seal all connecting doors, and await retrieval by our trained professionals. In a worst-case scenario, be prepared to swallow your personal cyanide capsule, which will be issued after this briefing. The Archaic hates to lose its treasured staff, but it may be for the good of the operation. We know you will enjoy your work with us. Okay. Okay, seit dem Druck ihres persönlichen Handbuchs wurden folgende Kennwortänderungen vorgenommen. Vielleicht müssen wir das ja aufschreiben. Ich weiß jetzt nicht, ich suche hier mal schnell einen Zettel, vielleicht ist es ja wichtig. Moment, 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 hier haben wir Stifte. Und jetzt brauche ich noch einen kleinen Zettel. So, Moment, ich muss hier erstmal. Vielleicht ist es sogar wichtig, weil die kann man ja eh noch am Computer lesen. Tür 4, 5, 6 und das Passwort ist 4, 1, 6, 7. 3, 3, 2 ist die nächste Tür und das Passwort ist 3, 3, 4, 5, 2, 3, 6 Tür und dann hier 1, 1, 6, 7, 1, 2, 6, letzte Tür ist gleich 1, 1, 2, 3. Okay, Dokument geschlossen. Natürlich. Okay, alles klar. Das ist ein Research-Text. Oh, das lese ich mir jetzt nicht durch. Dollar-Controller hier. 236 ist 1167. So. Dann werden wir mal schnell speichern. So. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie lange ich schon aufgenommen habe. Ah, nein, nicht schon wieder. Ach, das passiert mir auch immer wieder. So, daran werde ich mich wohl niemals gewöhnen. So, dann schauen wir erstmal draußen nach. Ist da auch nichts. Okay, dann würde ich sagen, ich beende hier erstmal den Part und... Okay. Dann mache ich auch mal diese gleich später weiter. Wenn ich mich erstmal wieder erholt habe. Aber bis jetzt war das ja noch nicht so krank. Vielleicht das Monster mal ein bisschen... Und ich nehme hier den Stift mal dann mit in der nächsten Folge. Ihr wisst ja vielleicht warum. Damit können wir den Monster hier eiskalt ins Äuglein pieksen. Guck, das geht so. Where are you here, powerful ins Äuglein. Und, können wir ja auch die Kassette... Na, natürlich. Das war so klar. Wie soll das denn funktionieren? Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen und okay, bye bye und bis zum... Tschüss.